Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Evenus wieder am Start und zwar mit der nächsten App-Review und zwar mit Mad Skills Motocross 2. So, ein schönes Cross-Spiel, so wie man hier sieht. Direkt erstmal hingeledert, damit wir mal sehen, was hier überhaupt so abgeht. So, wir müssen mal direkt gucken und auch wiederholen gehen. So, grün ist Gas, rot ist Bremse. Nach vorne und nach hinten drehen kann man mit diesen beiden Buttons hier. Ja, was müssen wir hier eigentlich machen? Wir müssen hier versuchen, als Erster ins Ziel zu kommen, höchstwahrscheinlich. Und springen dazu noch über Stock und Stein und müssen am besten nicht runterfliegen. Zack, direkt im Ziel drinne, 24 Meter Vorsprung und wir haben direkt das erste Rennen gewonnen. Congrats, congratulations, wunderbar. Gucken wir mal, wir haben 18 Sekunden gebraucht. Wir gehen weiter. Wir könnten wir uns hier die Wiederholung angucken, wird das auch gespeichert oder was? So, also Gas geben müssen wir halten. Eine sehr schöne Umgebung, muss ich mal sagen, finde ich jetzt persönlich. Hinten das Bergflair, vorne ein wenig grüne Landschaft, ein kleiner Bach, der dazwischen kommt. Dann haben wir hier noch Büsche, Steine, alles schön. Ich glaube, es ist... Oh, komm, ich bin doch erst am Ziel, oder? Ach, es gibt zwei Runden. Oh Gott, so ein Mist aber auch. Hätte ja sein können, dass wir gewonnen hätten. Nein, dem ist leider nicht so. Also geben wir erstmal Gas. Es ist jetzt nicht direkt zu vergleichen mit Stickman Downhill, finde ich. Weil Stickman Downhill war schon cool. Fand ich ehrlich gut. Von der Grafik ist das natürlich besser. Ist ja auch kein Stickman-Spiel. Aber, huch. Irgendwie ist das hier auch schwerer gemacht, finde ich. Bei Stickman, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nun fast durch inzwischen. Aber das hier ist wirklich noch ein Tacken schärfer. So, von der Beschleunigung her hat der Bengel hier absolut keine Chance. Und wir crashen direkt vorbei. Mal gucken. Jetzt müssten wir es eigentlich gerissen kriegen. Nachdem wir hier ein paar Mal verkackt haben. Ein bisschen schwierig wird es, aber Level Nummer 2, sieht das jetzt eigentlich genauso aus? Müsste ja eigentlich, ne? Ja, wir springen noch schön fleißig. Ja, doch, ist genau dasselbe. Ja, eigentlich brauchen wir nur ein paar Mal den Ausgleich-Button drücken hier. Man muss bloß aufpassen, dass das, alles klar. Man muss bloß aufpassen, dass da das Vorderrad nicht immer nach oben vorne hoch geht. Ja, ansonsten geht das Spiel natürlich fein vorwärts. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwie danach geht, ob wir mal hier Loopings machen müssen. Wieso gibt der so viel Gas? Was ist denn da los? Ah, jetzt habe ich dich, du Saftsack. Direkt überholt und ich bin weg. Guck mal, eigentlich brauchst du großartig gar nicht ausgleichen im ersten Moment noch nicht. Huch, alles klar, ich nehme es zurück. So, da fangen wir mal direkt von vorne an. Hätte ich mich wahrscheinlich nicht ganz so drauf verlassen müssen. Lasst euch nicht verunsichern, wenn der am Anfang immer ein bisschen schneller ist. Ihr müsst bloß perfekt reingehen in den Hügel und wieder perfekt rausspringen. Dann sieht die Sache gut aus. So, da sind wir drüber. Kurz nach vorne gelehnt, schon 20 Meter Vorsprung. 19, na gut, okay, keine 20, aber fast. Sieht sehr gut aus soweit. 18 Sekunden statt 20 Sekunden. Wir könnten uns natürlich connecten und wir können uns hier oben mal ansehen. Kann man sich also die Wiederholung tatsächlich geben? Ich gegen mich? Alles klar, das ist doch keine Wiederholung, sondern das ist jetzt hier ich gegen mich selbst nochmal im Geisterfahrmodus. Wieso bin ich denn da oben so perfekt und hier unten bin ich so schlecht? Guck mal, und jetzt bin ich wieder besser. Oh, das ist nicht dein Ernst, Sir. Da kriegt ihr die Karre nicht mehr vorne runtergedrückt. Wollen wir nochmal versuchen? Ja, gegen sich selbst ist man der schwerste Gegner, das stimmt allerdings schon. So, komm schon. Jetzt aber ganz perfekt, ohne irgendwelche Fehler zu machen. Das darf uns nicht nochmal passieren. Ah, siehst du, da waren wir nicht genügend auf dem Hinterrad wieder. Nicht genügend Beschleunigung gehabt. Verloren. Schade. Können wir natürlich bei Twitter auch teilen, dass wir verloren haben. Wir können es natürlich auch lassen. Ja, und dann gucken wir mal direkt zurück hier. Was bleibt uns hier noch zu sagen? Hier sind natürlich jede Menge schöne Rennen freigespielt. Wir können auch noch Expertenmodus, den Novizenmodus haben wir gerade probiert. Multiplayer gibt es natürlich auch. Mad Skills Shop, da wollen wir mal reingucken. Customize your bike. Hier ein müssten wir noch, dann kriegen wir ein neues Bike. Dann kriegen wir hier 9, 4. Wir müssen also das erstmal alles oder für 99 Euro Cent einfach freispielen. Gucken wir mal noch. Achso, Entschuldigung. Ich wollte doch eigentlich auf Customize. Standard Colors, Pro Colors, Bike Number. Kann man sich irgendwie alles noch hier eintragen. Huch, die neuen. Machen wir mal die neuen. Alles klar.
Jetzt haben wir die 9 drauf. Ich will das nicht, ich will nichts hier. Lasst mich in Ruhe. So, zurück. Was gibt's denn unter Einstellungen noch Schönes? Was ist das? Rakete? Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Oh, was haben wir hier noch? Plus Rakete, plus irgendwelche... Was ist das hier? Nee, siehst du, hier gibt's wieder Werbung und so weiter und so fort. Naja, wie dem nur auch sei. Das ist also Mad Skills Motocross 2. App ist kostenlos im Play Store erhältlich, Link wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß mit der App und wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiederschauen.